Hallo, Glück auf und herzlich willkommen. Ich bin der Mike und heute geht es um eine Dashcam von Viofo, die A119 Mini 2. Kurz zur Vorgeschichte. Viofo hat mich gefragt, ob ich nicht deren Dashcam mal testen möchte. Und mein erster Eindruck war, nee, komm, lass mal, alles gut, schön. Ich habe ja schon so ein ähnliches System mit Rückfahrkamera und Dashcam im Innenspiegel. Kennt ihr ja alles schon. Und naja, habe ich mir gedacht, brauchst du nicht. Da ich aber auch sehr neugierig bin, habe ich mir das Produkt jetzt trotzdem nochmal auf der Homepage angeguckt. Und 2K 60 FPS, Sony Stavis 2 Bildsensor, GPS und Sprachsteuerung, Wi-Fi, allen Furz und Feuerstein und natürlich auch eine App-Anbindung. Und als ich App gelesen habe, da hatten sie mich dann. So, ich glaube, das ist eine ganz interessante Dashcam und deswegen habe ich sie mir dann doch kommen lassen. Und wer bis zum Ende durchhält, dieses Video zu schauen, da habe ich dann noch eine kleine Aktion vorbereitet. Und wir gucken uns jetzt die Dashcam mal genauer an, hier unten auf dem Tisch. Also, dranbleiben, wird spannend. I'm gonna tell you right now, das ist das gute Stück. So ist die Verpackung. Das können wir mal fix gucken, was da so mitgeliefert wurde. Fangen wir unten an. Ich habe das jetzt mal ausgepackt. Ich finde das ja nicht so spannend, so ein Unboxing. Aber gut. Zum einen ist da drin natürlich die Dashcam, ist klar. Dann haben wir ein Datenkabel, wenn du die Bilder und die Fotos von der Dashcam runterziehen willst, direkt auf dem PC. Dann haben wir hier noch ein, ich glaube, 2,5 Meter langes Kabel, USB-A auf USB-C. Und dann haben wir noch so einen Zigarettenanzünder, Auto, Fahrzeug, Kfz-Adapter mit 2x USB-A. Anschluss, ein Hebewerkzeug, wenn du das Kabel unter deinen Himmel oder Auto-Innenverkleidung verlegen möchtest. Macht ja auch Sinn. Dann gibt es noch ein extra Klebepad dazu und 2x solche antistatischen Folien für die Windschutzscheibe, wo dann praktisch die Dashcam aufgeklebt wird, damit es länger oder besser hält. Dann gibt es noch eine Bedienungsanleitung in Deutsch. Und jetzt gucken wir uns mal kurz die Viofo A119 Mini 2 an. Mini ist, glaube ich, hier Programm. Kleiner als meine Hand, das ist schon sehr nice. So, du hast hier zum einen den Slot für die SD-Karte. Dann hast du hier den Anschluss für den USB-C, das Datenkabel. Dann hast du hier hinten noch natürlich deine Stavis 2 Linse von Sony. Ein GPS-Modul ist hier noch verbaut. Hier ist das Klebepad mit drin. Und das kannst du auch abmachen. Da hast du dann nochmal dein Stromkabel, also deine 12-Volt-Versorgung, USB-C. Dann kannst du den separat wieder dran machen oder auch dran lassen, egal. So, auf der anderen Seite hast du nur noch Lautsprecher und Belüftungsdüsen. Und ich glaube, hier ist einmal noch die Öffnung fürs Zurücksetzen. Einmal von unten. Jo. Wir werden jetzt gleich anschließen. Und dann gehen wir einmal durchs Menü. Ich habe mir jetzt noch dazu genommen einen Zirkular-Pol-Filter. Den kann man über die Linse machen von der Dashcam und hat den Vorteil letzten Endes, kann man das so sehen. Und die hat halt den Vorteil, dass die ganzen Spiegelungen aus der Glasscheibe entweder komplett entfernt oder sehr, sehr minimiert. Kennt man aus der Fotografie. Da, wenn man das von den Linsen macht beim Fotoapparat, dann kann man dann halt durch Glasscheiben fotografieren oder dann ins Wasser hinein fotografieren. Also, ich glaube,
empfehlenswerte Sache. Machen wir das mal so. Dann habe ich noch dazu bestellt einen Wireless Bluetooth Remote Control Klicker mit Ersatzbatterie ist da noch drin. User Manual ist klar. Auch mit Klebepad. Den kannst du vom Prinzip dir dann auf ein Cockpit oder irgendwo, wo du schnell hinkommst, hinkleben. Und wenn du jetzt eine Situation hast, wo du sagst, nee, das Video möchte ich jetzt auf jeden Fall gespeichert wissen, einmal draufklicken und dann speichert er die letzten Sekunden oder die letzten Einheit von dem, was er da gerade aufgenommen hat. Kann auch hilfreich sein. Ups. Und die Kamera kann ja auch Parkraumüberwachung machen. Und diese Parkraumüberwachung, dafür muss ja die Kamera an sein. Und die würde ja dann irgendwann mal die Batterie leer ziehen. Und dafür gibt es hier noch so ein Hardwire-Kit. Das kannst du damit anschließen. Und dann kannst du da die Kamera mit laufen lassen über die Fahrzeugbatterie. Und die sagt dir dann, kannst du auch einstellen, bei wie viel Volt praktisch dann zugemacht wird, sodass deine Batterie zum Starten noch wieder geschützt ist. Sehr empfehlenswert, wenn du zum Beispiel eine Parkraumüberwachung möchtest oder wenn du auch eine Zeitrafferaufnahme machen möchtest oder keine Ahnung, was noch alles da geht. Ja? Dann bräuchtest du auf jeden Fall sowas. Und nicht mit im Lieferumfang ist auch die SD-Karte, 64 GB. Das sind also die Teile, die du auf jeden Fall immer dabei hast im Lieferumfang. Und das sind die Teile, die du optional dazu bestellen kannst. Jetzt gucken wir uns die Kamera mal im Detail ein bisschen näher an. Und dafür werde ich die jetzt mal an den Strom bringen. Aufnahme gestartet. Jo, also sie nimmt jetzt schon auf. Jetzt müsste man natürlich Vorfeld mal hier diese Schutzabdeckung abmachen. In schwarz, okay. So, ich hoffe, man kann das jetzt einigermaßen sehen. Ich kann die jetzt hier auch unten verstellen. Oh, jetzt hat er schon Aufnahme. Video geschützt. Genau, jetzt hat das Video schon geschützt, weil ich schon zu viel gewackelt habe. Also G-Sensor funktioniert auch sehr gut. Ja, wenn du jetzt ins Menü willst, musst du erstmal die Aufnahme beenden. Dann kannst du hier auf Menü gehen und mit diesen beiden Tasten, ich hoffe, das kann man jetzt sehen, kannst du rauf und runter gehen. So. Das ist natürlich alles jetzt sehr winzig klein, weil halt die Dashcam auch klein ist. Aber dafür gibt es ja noch die App. Die gucken wir uns gleich an. Also Firmware-Version kannst du hier nochmal ändern. Die Auflösung könntest du hier nochmal ändern. Ja. Bitrate, Loop-Aufnahmen, Belichtung und, und. Also das kannst du jetzt hier alles drin machen. Und du kannst auch hier Zeitraffer, Bewegungssensor, G-Sensor, irgendwo Wi-Fi kannst du noch mitmachen, Datumstempel. Ja, also hier hast du jede Menge Möglichkeiten, das einzustellen. Du hast hier auch noch ein Mikrofon. Das ist vielleicht noch so ein kleines Gimmick. Der nimmt auch während der Fahrt die Geräusche, also auch Gespräche auf. Das kannst du aber dann auch separat wieder ausmachen. Du kannst alles an- oder ausschalten, grundsätzlich. Startverzögerung, Display-Einstellung, bla, bli, blub. Also jede Menge kannst du hier einstellen. Voice Control kannst du dann auch einschalten. Das heißt, du kannst reinsprechen, allerdings nur in Englisch. Sowas wie Take Picture würde er die Aufnahme speichern, beziehungsweise in dem Falle jetzt ein Bild machen. Jo, also, das sind die Knöpfe hier unten, also Menü, Aufnahme, Start, Stopp, Mikrofon an, aus, WLAN ein, aus,
Und hier kannst du dann auch direkt die Aufnahme schützen. Wenn das Ding allerdings am Fenster hängt, ist das schon relativ weit weg und die ist ja auch recht klein. Also dafür wäre dann wieder natürlich dieser Button ganz hervorragend. Ne? Okay. Jetzt gucken wir uns noch mal eben kurz die App an. Zuerst die Aufnahme stoppen. Sagt er dir auch direkt an, Aufnahme gestoppt. Jetzt kannst du in die Einstellung gehen. Also du kannst hier die Videoauflösung machen und dann ist halt einfach über die App deutlich besser als auf diesen kleinen Winzelbildschirm hier. Aber gut, ist natürlich auch der Größe geschuldet. Also 2592 x 1940 30 FPS bis runter 1920, also HD 30 FPS. Kannst du dir ja als alles hier fein säuberlich einstellen. So, Loop-Aufnahme kannst du machen, 3 Minuten aus 10 Minuten, also von 1 bis 10 Minuten. Ich lasse mal 3. Audio. Tonaufzeichnung aktiviert. Gehört. Also jetzt würde er den Innenraum mit Ton auch überwachen. Tonaufzeichnung deaktiviert. Bewegungserkennung kannst du einschalten. G-Sensor, Empfindlichkeiten, niedrig, mittel, hohe Empfindlichkeit oder ganz aus. Wir können ja mal jetzt hier, wo wir rumfummeln, mal ganz ausmachen, dann nimmt er nicht permanent Bilder auf. Wasserzeichen, also Datum, dann kannst du die Bitrate, Zeitraffer kannst du hier noch einstellen, wie lange, ja, also absolut irre. Die Zeitzone ist klar, Datumsformat, Zeit, verzögerter Start, so Parkmodus kannst du einmachen, Bewegungserkennung oder Zeitraffer 1 FPS bis 10 FPS. Also Bilder pro Sekunde heißt das. So, Parkmodus, Parkraumüberwachung für 48 Stunden, 24 Stunden, für eine Stunde oder ganz aus vermutlich, ja. Jo, Voice-Kommandos hier, Take Photo, Video Start, Turn. Aufnahme gestartet. Danke, also hast verstanden. Turn on Audio. Tonaufzeichnung aktiviert. Also das funktioniert auch sehr gut. Turn off Audio. Tonaufzeichnung deaktiviert. Also Sprachsteuerung geht auch sehr gut. Bildschirmschoner, also wirklich pi-pa-pup. Wi-Fi 2,4 oder auch 5 oder auch 5,8 Gigahertz. Einstellungen zurücksetzen, App-Version. So, das ist erstmal so grundsätzlich. Jetzt hast du hier natürlich dein Live-Bild. Oben der Punkt, der da leuchtet in Rot, dann nimmt er das auf. So, und wenn das alles soweit fertig ist, dann kannst du ihm sagen, Aufnahme stoppen. Kannst hier in diese Aufnahme reingehen. Das sind die beiden, wo diese Schlösser sind, wo er sich selber geschützt hat. Ja, das war die App. Also, ganz ehrlich, tipptopp. Einstellmöglichkeiten, also bis der Arzt kommt. Wir kleben da Dinge jetzt mal an die Scheibe dran. So heißt das, glaube ich. Ne? Wir kleben an die Scheibe dran. Und das zeige ich euch noch kurz. Und anschließend ein paar Fahrszenen. Und dann würde ich sagen, reden wir nochmal über die Qualität der aufgenommenen Videos und Bilder. Und dann kommen wir noch zu der kleinen Aktion. Also bis gleich, vorne an der Windschutzscheibe. Also es gibt noch zwei, drei Dinge, die du beim Kleben beachten solltest. Ganz klar, erstmal die Scheibe sauber machen, habe ich schon gemacht. Im besten Fall auch von außen. Dann musst du hier oder sollst du hier diese Folie da reinkleben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da gibt es zwei Seiten, steht alles drauf. Das machen wir jetzt mal eben. So, und das nächste, was du beachten solltest, ist, dass die Kamera nicht durch diese Folie guckt, sondern drunter her. Also so in etwa. Ja. Bis hierhin geht jetzt die Folie und darunter kannst du dann gucken. Also,
Das machen wir jetzt mal ab hier. So, diese rote Folie, die ziehen wir jetzt mal ab. Und dann werden wir das mal möglichst gerade platzieren. Ja, mal kurz andrücken und schon ist fertig der Lack. So, dann kannst du da immer noch schön einstellen. Ja, nehme ich jetzt mal kurz hier raus. Dann sieht man das praktisch so gut wie gar nicht. Ich werde das Kabel dran machen und in den Zigarettenanzünder reinstecken und dann fahren wir mal. A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how you had the best of you. I don't know if I'll make it home. I don't know, not like I care. All I know, turned up this goal. Only know I want the best of us. So I Jo, Testfahrten beendet. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht einfach vorgespult bis hierhin, sondern schön das ganze Video geguckt. Wir setzen uns jetzt gleich mal in Ruhe hin und dann gibt es ein Fazit. Jo, kommen wir mal kurz zum Fazit. Und ihr kennt mich, ich bin da sehr ehrlich, sehr transparent und fair unterwegs. Und das ist mir auch wichtig. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, also nicht wundern, wenn ich nach unten schaue. Damit ich da auch nichts vergesse. Ja, was halte ich von der Dashcam? Grundsätzlich, die ist super. Also da gibt es gar nichts dran zu meckern. Und ich bin auch der Meinung, dass sie ganz hervorragende Bilder macht. Die Bildqualität habt ihr gerade gesehen. Das entscheidet ihr bitte selber, ob das was für euch ist oder ob ihr da mehr erwartet, wie auch immer. Mir sind zwei, drei Dinge sind mir aufgefallen und da hätte ich jetzt ganz gerne noch mal kurz drüber gesprochen. Zum einen ist es dieses USB-C-Kabel, dieses 12-Volt Stromkabel. Da ist ein Winkel dran oder der Ding ist winkelig. Und aus meiner Sicht wäre es natürlich besser, wenn es gerade ist, dann geht es direkt in den Himmel rein. Sehe optisch besser aus. Jammern auf hohem Niveau, ich weiß, aber ist halt so.
Dann haben wir nochmal Bildqualität. Ich habe ja am Anfang gesagt, die kann 2K und sowas. Das kann sie auch, aber offensichtlich kann sie sogar noch ein bisschen mehr, weil 2K ist für mich 2040 x 1440 gewesen. Die macht aber 2560 x 1440. Das ist dann QHD, glaube ich. Kann mein Schnittprogramm nicht verarbeiten. Deswegen habt ihr das Video auch hier in HD nur vor euch liegen. Also ich konnte nur in HD rendern, aber das macht dem Kohl, glaube ich, jetzt auch nicht mehr fett. Auf dem PC und so kannst du alles ganz wunderbar sehen und da gehen auch alle Auflösungen. Ich weiß nicht, entweder bin ich zu blöd dafür, kann natürlich auch sein. So, meine Empfehlung wäre dann sowieso an dieser Stelle eher mit, oder das ist auch meine Einstellung, die ich jetzt bevorzugt habe, HD 1080p mit 60 FPS. Dann hast du auch nicht so ein riesen Datenvolumen auf der Speicherkarte und dann hast du auch viel mehr Clips, die ihr speichern konntest oder kannst, als das, wenn du damit QHD arbeitest, dann brauchst du eine entsprechend große Speicherkarte, damit du da ein bisschen was an Volumen hast. So. Das nächste, auch für die Bildqualität, wenn du in der direkten Sonne gefahren bist, dann hat es Lensflares erzeugt. Unten in der Mitte da so ein grüner Punkt und an der Seite so ein kleiner Streifen. Das ist aus meiner Sicht komplett normal und braucht auch euch nicht abschrecken. Das macht jede Kamera, das liegt an den Linsen einfach. Und ja, aber wir reden drüber, ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, ansonsten war es das. Ich gucke nochmal drauf. Ja, die Übergänge, und jetzt kommen wir zu den positiven Dingen, die überwiegen natürlich aus meiner Sicht 100%. Die Lichtverhältnisse beim Übergang durch den Tunnel, ne? Hell, dunkel, dunkel, hell, hat sie super pariert. Überzeichnet vielleicht ein Ticken die Farbe, aber das kann man ja alles einstellen. Soll jetzt auch kein YouTube-Video werden, das ist ja eine Dashcam, ne? Also alles gut. Also die Übergänge macht sie sehr gut. In hell-dunkel. Dann hat sie, wenn du die Videos runterlädst, sie schreibt die schon in MP4-Format, also du musst nichts umkodieren. Das ist aus meiner Sicht sehr gut. Kannst du out of the box direkt verarbeiten oder wegspeichern. Der CPL-Filter, haben wir darüber gesprochen. Zum einen Lensflares, ja. Zum anderen macht der aber einen richtig guten Job, dass du die Verspiegelung oder die Spiegelung aus der Windschutzscheibe, die schafft er fast komplett weg zu eliminieren oder kann die sehr stark reduzieren. Rechts und links am Rand schafft das nicht ganz, aber aus meiner Sicht muss, ganz ehrlich, würde ich immer wieder dazu kaufen, macht extremst viel Sinn. Dann haben wir ja noch so ein paar Huckel gehabt auf der Straße, sprich Stabilisierung. Hat sie auch hervorragend verarbeitet, die Huckel, die hat sie gut gefressen, astrein. Aus meiner Sicht eine echte Empfehlung, tatsächlich. Ich finde sie gut und von der Größenordnung her astrein, die läuft stabil durch die ganzen Tage jetzt. Also gar kein Thema für mich, wirklich gut. Wenn euch noch was aufgefallen sein sollte, schreibt es bitte in die Kommentare, dann können wir gerne darüber diskutieren mit allen. Wenn ihr schon mal da unten seid, bei der Gelegenheit, könnt ihr gerne auch mal ein Like da lassen. Oder wenn noch nicht passiert, könnt ihr auch gerne den Abo-Button drücken. Kostet nichts, ist ganz unverbindlich, tut auch nicht weh. Und ist so eine kleine Anerkennung für das, was wir hier so tun. Herzlichen Dank erstmal dafür. Wir möchten die Dashcam gerne verlosen an einen von euch. Und zwar nicht, weil die kacke ist, sondern weil die wirklich sehr gut ist und ich glaube, sehr empfehlenswert. Von daher könnt ihr die jetzt gerne gewinnen. Ich habe ja schon so ein ähnliches System dran. Also das heißt, ich brauche die nicht wirklich. Und ich könnte die jetzt auch in eine Schublade werfen und 5 Jahre lang vergessen. Macht ja keinen Sinn. Also damit ihr den Mehrwert habt, könnt ihr die gewinnen, wenn ihr unten einen Kommentar schreibt und den Hashtag Viofo verwendet. Ich schreibe das alles nochmal unten rein, könnt ihr nochmal nachlesen, ist ja klar. Dann seid ihr automatisch in den Verlosungspot mit drin und dann werden wir die verlosen und zwar in einem Livestream. Christine ist ja dann dabei und das wird am Sonntag sein, 16 Uhr.
schön Kaffeetrinkenzeit. Das heißt, wir können ein bisschen Käffchen trinken und die Verlosung machen. Und wenn ihr auch noch Bock auf ein Gespräch habt, dann können wir auch noch ein bisschen quatschen. Vielleicht über Fragen, die ihr uns vorher gestellt habt, schreibt die auch mal in die Kommentare rein, damit wir da schon mal ein bisschen vorgewarnt sind, was ihr da so Hemmungsloses reinschreibt. Und ja, lasst uns einen schönen Sonntagnachmittag machen mit ein bisschen Verlosung. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle dabei seid. Und dann würde ich sagen, war's das für dieses Video. Bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns am Sonntag. Tschö.